Also, hier den Fisch vorbereitet. Es gibt eine frische Bachforelle in so einem Tonkrug. Also, der Fisch wird nachher auf den Tonkrug gestülpt. In dem Fisch drin ist Rosmarin, frische Limette. Und in diesen Krug hier unten, da kommt ein bisschen Weißwein rein. Das hat eine Ähnlichkeit mit diesem Beer Can Chicken, wo dieses Chicken auf diesem Tonkrug sitzt und von innen gegart wird. So ähnlich ist eigentlich auch die Funktion hier mit diesem Krugstiftchen hier. Genau. Also hier haben wir Rosmarin drin, frische Weißwein. Dann kommen hier die Limetten rein, den Rosmarin. Und dann versucht man diesen Fisch auf dieses Tonschiffchen zu manövrieren. So. Also hat ganz gut geklappt. So, jetzt sieht man hier unter der Tonkrug, der Fisch sitzt da drauf, unter dieses Gemisch von Rosmarin und Weißwein. Und der kann jetzt nachher schön auf diesem Krügchen garen. Was ein ganz großer Vorteil von dieser Methode ist, ihr müsst den Fisch nicht auf den Rost legen, das heißt, diese Haut brennt nicht an oder bleibt euch am Rost kleben. Der gart jetzt nachher bei ca. 180 Grad 20 Minuten auf dem Kugelgrill. Und ja, genau. Gute! So, also Kollege Nemo ist fertig. Nach ca. 20 Minuten die Augen nicht mehr glasig. Und jetzt versuchen wir mal das ganze Ding schön zu zerlegen. Viel Spaß dabei. Ja, also hier liegt jetzt diese Bachforelle. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe noch nie wirklich eine Forelle zerlegt. Wir versuchen jetzt mal, die Forelle so zu zerlegen, dass keine Gräte drin sind. Also, wenn im nächsten Video nur noch eine Person zu sehen ist, dann hat sich die andere an der Gräte verschluckt und ist leider erstickt. In dem Fall. Macht's nicht nach, versucht's vielleicht auch. Ja, also man sieht, der sieht richtig schön saftig aus. Und ja. War jetzt wie lange auf dem... Er hat sogar 20 Minuten bei 180 Grad. So, wir zerlegen jetzt. Jetzt machen wir mal die Haut hier weg. Genau, so, jetzt haben wir hier die Haut mit Kopf. So, und hier sieht man jetzt Filet und hier die Wirbelsäule. Normalerweise, wenn man das richtig gegrillt hat, dann kann man jetzt das Filet von der Wirbelsäule wegklappen und kann die Wirbelsäule, so wie das jetzt hier bei uns läuft, rausziehen und hat Filet. Und hier die Wirbelsäule. Mit Gräten. Juhu. Genau, also, so wie es aussieht, werden wir im nächsten Video wieder zu zweit sein. Den einen freut es, den anderen nicht. In dem Fall werden wir es probieren. Viel Spaß. Jetzt zu unserem Resümee von unserer Bachforelle. Dominik, du kannst jetzt mal verkosten, mal gucken, ob du dran erstickst. Ja, wir versuchen es mal. Also, sieht wirklich richtig schön lecker aus. Ich koste das Ding jetzt mal. Also richtig schön zart. Keine Gräten drin. Muss man sagen, sehr gut zerlegt. Was sagst du denn eigentlich zum Gewürz, was wir jetzt davor fabriziert haben? Ja, also man schmeckt den Thymian. Man schmeckt auch die frische Limette. Ja, das. Ja. Der Wein, wo jetzt in diesem Tonkrug drin war, den schmeckt man jetzt nicht wirklich so ganz. Aber irgendwie schmeckt man es raus, aber irgendwie doch nicht. Aber also die ganze Kombination passt eigentlich recht gut. Ich glaube, das können wir mal wieder machen, oder? Ja. Genau. Also, das Rezept findet ihr nachher unten in der Infobox. Wir würden uns über Likes freuen. Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert uns und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Und denkt daran, Support ist kein Mord. Lasst uns ein Abo da. Ciao.